Wolfgang Mutspiel gehört zu den international erfolgreichsten Jazz-Gitarristen. Der 1965 in Judenburg geborene Gitarrenvirtuose absolviert seit den 80er Jahren Gastspiele in den USA und Japan. Jetzt veröffentlicht Wolfgang Mutspiel ein neues Album, das er in Kalifornien aufgenommen hat. Dance of the Elders, Tanz der Älteren, nennt Wolfgang Mutspiel sein neues Album. Entstanden ist es während einer Konzerttournee. Wir haben den großen Vorteil gehabt, dass wir vorher 2 Wochen auf Amerika-Tournee waren und direkt nach dem letzten Konzert in San Francisco in dieses Studio gegangen sind und diesen Fluss einfach weitergesponnen haben. Viele seiner Stücke entstehen beim Improvisieren auf der Gitarre. Mit seinem international besetzten Trio werden aus den Skizzen dann fertige Musikstücke. Man schmiedet und beeinflusst natürlich diesen Prozess, aber im Prinzip folgt man der Musik, folgt man der Tendenz der Töne. Wolfgang Mutspiel spielt Musik, die vom Blues genauso beeinflusst ist wie von der klassischen Musik. Zugänglich und doch anspruchsvoll.